Der zweite Bauabschnitt bei Mona Sojaland wurde gestartet. Im Oktober wurde mit dem Bau eines Rohwarenlagers begonnen. Mit einer Grundsteinlegung an Donnerstag wurde der Startschuss zum Bau eines neuen Logistikzentrums gegeben. Auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern werden 4,7 Millionen Euro in die Baumaßnahmen investiert. Neue Büro- und Sozialräume sollen in das Logistikzentrum integriert werden. Wir haben schnelle Verfügbarkeit der Rohwaren dann und auch kurze Wege zu den Dekoren, Umverpackungen, können schnell reagieren auf die Marktlage, die unsere Kunden fordern. Ja, und entsprechend haben wir es für unsere Mitarbeiter auch einfacher gemacht. Sie können wirklich ganz schnell in ihre Sozialräume, die wir auch neu erstellen, und damit auch die Wege verkürzen, Reaktionszeiten verbessern und das allgemeine Wohlbefinden für die Mitarbeiter auch entsprechend organisieren. Wir waren ja erst vor einigen Monaten hier und da sehen wir ja, wie fantastisch diese Firma expandiert, wie hier gebaut wird. Wenn man das jetzt einmal umherschaut, das können Sie mit der Kamera einfangen, sehen Sie, dass noch Fläche vorhanden ist für weitere Erweiterungen auf dem Gelände, dass es dann sicherlich eine Begrenzung gibt. Aber für die nächsten Jahre gibt es, glaube ich, genügend Fläche, um sich weiter zu erweitern hier im Gewerbepark. Und das freut uns natürlich ungemein, dass wir dieses fantastische Unternehmen mit den sehr gesunden Produkten hier am Standort der Landeshauptstadt Schwerin haben. Mona Sojaland stellt am Standort Schwerin mit aktuell 75 Mitarbeitern Milchalternativen her. An 4 Apfelanlagen werden jährlich 70 Millionen Liter produziert.